Kleine Geschichte vom Wochenende. Yo, es ist 7 Uhr, ich habe gar nicht viel geschlafen, ist scheißegal. Heute passiert endlich mal wieder richtig viel. Ich gehe jetzt erstmal zum Arzt, dann mache ich Porträtfotos. Ja, dann schlafe ich wieder ein bisschen, weil heute Abend bin ich mit Yannick unterwegs im Livestreams filmen. Also, bis gleich. Warum ist das jetzt eigentlich so cool? Irgendwie machen wir doch im Moment immer nur das Gleiche. Ich meine, die Zeit vergeht und irgendwie nichts passiert. Oder so. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gleichzeitig super viel zu tun, andererseits ist mir super, super langweilig und irgendwie verfliegt die Zeit einfach, ohne dass man irgendwie viel davon hat. Wow. Okay, was meine ich jetzt damit? Einerseits haben wir jetzt ja noch die Situation, dass wir eigentlich nicht so viel machen dürfen und zu Hause bleiben sollten. Und andersrum kommt halt auch dazu, dass ich im Moment meine Abschlussarbeit mache und darum eh viel zu Hause sein muss. Und wenn man eh zu Hause ist, macht man halt auch nur noch das und guckt ein bisschen Fernsehen und dann geht der Tag halt auch relativ schnell rum. Also die Zeit fliegt, aber wirklich was erlebt hat man irgendwie nicht. Und ich finde auch irgendwie, die Zeit geht immer schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller rum. Und klar, mich persönlich nervt das jetzt natürlich wegen meiner Videos. Ich meine, versuch mal jede Woche eine kleine Geschichte vom Wochenende zu machen. Es ist super schwer, irgendwas zu finden, was auch erzählenswert ist. Und auch wenn ich die Sachen nicht machen würde, wäre es am Ende des Tages aber trotzdem irgendwie ein langweiliges Wochenende. Und klar, für die, die jetzt Bock drauf haben und die sich gerne ausruhen wollen, weil sie die Woche über irgendwie zu viel Stress haben oder was weiß ich was. Okay, cool, mach das. Aber ich habe irgendwie immer diesen total lauten Drang in mir, irgendwie was zu tun, was zu erleben, Erinnerungen zu schaffen und irgendwas zu tun, von dem man halt jetzt hier oder später auch seinen Kindern berichten kann. Ich sehe schon kommen, irgendwann heißt es dann so, Papa, wir sind bei der 128. Folge Kleine Geschichte vom Wochenende angekommen, können wir endlich mal Pause machen? Ach ja, ich werde ein super Vater. Machen wir weiter. Also, würdest du dir 6 Minuten lang angucken, wie ich von meinem Tag erzähle, wenn ich halt so den alltäglichen Kram mache, der aktuell halt hauptsächlich aus Schreiben und so ein bisschen Fotografie bzw. Videografie und Arbeiten besteht? Nein. Vermutlich nicht und ich auch nicht. Am Ende des Tages kommt dann sowas dabei raus wie die letzte kleine Geschichte vom Wochenende und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich habe das jetzt nicht gemacht, um irgendwas zu erzählen, sondern ich habe das gemacht, um endlich mal wieder was Spannendes zu erleben. Weil letztendlich lade ich das zwar im Internet hoch, aber ich mache das natürlich hauptsächlich, weil es mir Spaß macht, das zu drehen und das zu schneiden und es mir selber anzugucken und das einfach zu machen und zu erzählen. Wie gesagt, passiert relativ wenig, aber dann kam Yannick um die Ecke und hat mich angerufen. Moin Julian, ich lege heute Abend im Savoy auf, hättest du Bock, ein paar Fotos zu machen? Ja, also eigentlich, klar, bin am Start. Endlich geht's wieder los, endlich wieder unterwegs, endlich mal wieder was Cooles machen. Es sollte ins Savoy gehen und in den Club nach Hannover. Quatsch, nach Wolfsburg. Aber dann hat Yannick nochmal angerufen und hat Folgendes gesagt. Yannick hat mich angerufen und meinte zu mir, yo, in Wolfsburg gibt's eine Ausgangssperre, wir können nicht nach Wolfsburg. Ist uns jetzt auch nicht wert, eine Anzeige wegen einem Livestream zu bekommen. Egal, schnell noch einen Corona-Test und dann ging's los. Heute Morgen war ich noch so, jo, 3 Uhr morgens, wir sind dabei. Aber jetzt so, denke ich mir so, ja, also, kann auch schlafen gehen, ey. Naja, nützt ja nichts, ne? Also, let's fetz oder wie man heutzutage sagt. Aber egal, weil jetzt wird erstmal ins Savoy gefahren. Jetzt wird erstmal mit Yannick weggefahren. Und man kann endlich mal wieder filmen. So richtig irgendwie so ein cooles After. Fuck. Ja, das ist so doof dazu. So ein cooles After-Movie oder so. Da hab ich Bock drauf. Und ich hab meinen Schuh vergessen, meinen zweiten. Naja. Okay, ich bin wieder wach, es geht wieder los, wir greifen an, es geht los. Ich muss meinen Weg wieder finden, Alter. Im Savoy war es dann wenigstens ganz cool, hat echt Bock gemacht, wieder unterwegs zu sein und sowas mitzufilmen. Und auch wenn ich privat im Club dann eher so dastehen würde, weil das überhaupt nicht meine Welt ist, aber gib mir eine Kamera in die Hand und ich hab Spaß. Hier übrigens ein paar kleine Impressionen. Jo, da
dann bin ich abends nach Hause, war unglaublich glücklich, mal wieder so viel gemacht zu haben, mal wieder diese Erschöpfung zu spüren. Man hat abends noch den Bass so ein bisschen in den Knochen gemerkt und war unglaublich kaputt. Und auf einmal war es auch cool, dass seine Klamotten mal wieder nach Zigaretten riechen. Tja, sehr glücklich bin ich dann da ins Bett gefallen. Am nächsten Tag folgte dann gleich wieder ein Corona-Test, weil ich mal wieder was mit Lilly machen wollte. Du kennst Lilly vielleicht noch aus den Sylt-Geschichten. Kleine Geschichte vom Wochenende 8.1 bis 8.3, falls du nochmal nachgucken willst. Gut, wir sind dann da in den Harz, sie wollte dann da irgendwas für die Uni dokumentieren und gleichzeitig wollten wir dann da noch die Filme in unseren Kameras voll machen. Aber was ist das denn da? Was wollte sie da wohl fotografieren? Na ja, meine Schuhwahl war mal wieder gelinde gesagt beschissen. Aber hey, dafür war die Klamottenwahl ebenso dämlich, weil es einfach viel zu kalt war. So sieht Lilly übrigens aus, wenn sie andere Leute fotografiert, und folgende Szene ist unglaublich traurig. Ich stehe auf einem Baumstumpf und hüpfe, weil ich friere. Und dann zack. Und Lilly hat's nicht drauf. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin sauer, aber ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Egal. Weil es noch nicht kalt genug war, haben wir uns am Ende noch Eis geholt und haben dann die Filme entwickelt. Ja, das war's dann auch wieder. Abends habe ich noch kurz das Schlagzeug aufgenommen für einen Song, an dem ich gerade arbeite. Und tja. Das war meine kleine Geschichte von diesem Wochenende. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal auch wieder. Sag's weiter, abonnieren nicht vergessen. Und ja, danke, viel Spaß. Tschüss, ne?